Schokolade und kariert. Schleck schneller, kleiner Drache. Dibbe, dibbe, dab. Dibbel, dibbel. Fertig. Jetzt, du Kikaninchen. Eins, zwei, drei und hopp! Fertig! Fertig? Wow, cool! Guck mal da! Oh. Hopp! Dibbe, dibbe, dab! Auf zur Kramkiste! Hui, komm! Bin schon da! Die Kaninchen? Was suchst du denn? Siehst du gleich! Bauklötze? Was willst du denn bauen? Das sind keine Bauklötze, das sind Hochhäuser. Aber das eine ist kleiner. Ja, ich will sehen, wo das kleine Hochhaus wohnt. Na dann, auf in die Stadt. Yippie! Komm schon, Jule. Tada! Die Hochhäuser. Die größten Häuser in der ganzen Stadt. Aber die sind alle so groß. Das kleine Hochhaus ist gar nicht dabei. Komisch. Und was machen wir jetzt? Guck mal da. Hui. Hallo. Dürfen wir mitmachen? Eins, zwei und drei. Super, Kikaninchen. Oh. Toll. Bravo. Ihr seid spitze. Komm, Jule, jetzt du. Eins.
zwei und drei. Ja! Los, Jule! Toll! Wie geht denn da so laut? Komm, wir sehen nach. Tschüss, ihr Drachen. Tschüss. Hallo, kleines Hochhaus. Hallo. Da bist du ja. Aber das Haus stand doch eben auch schon da. Aber wir haben nicht bemerkt, dass es das kleine Hochhaus ist. Ach so, weil das kleine Hochhaus auch schon ziemlich groß ist. Ja, aber nicht so groß wie die anderen Hochhäuser. Es schläft wieder ein. Schlaf gut, kleines Hochhaus. Tschüss. Ganz schön verschlafen, das kleine Hochhaus. Und ganz schön groß. Hm. Viel Spaß. Dippe, dippe, dapp. Hey, hallo. Wie zieht man eine Jacke an? Ob man auf Wolken hüpfen kann? Warte auf mich. Drachen fliegen, Drachen ein. Tintenfisch und Hammerhai. Hey, Kika, Kikaninchen, Kika, ja, Kikaninchen. Diebe, Diebe, Dab. Dibbe, Dibbe, Dab. Hast du meinen Ball gesehen? Hier ist er auch nicht. Vicky, Anna, komm mit! Kikaninchen, guck mal da! Oh, der Drache hat euren Ball verschluckt. Mach mal. Ah! Hui! Oh, was ein Chaos hier! Was hier alles drin ist. Oh, was du alles fressen kannst. Da ist ja der Ball wieder. Dibbe, dibbe, da! Okay. Fang mich. Hier bin ich. Da drüben. Du kriegst mich nicht. Hä? Kikaninchen? Und? Wo bist du? Hey, Jule. Kikaninchen? Und jetzt? Erzählst du mir eine Geschichte, Jule? Klar. Welche Geschichte möchtest du denn hören? Ein Märchen. Was denn für ein Märchen? Schön spannend soll es sein. Dann erzähle ich dir das Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Oh, das ist mir zu gruselig. Keine Angst. Ich erzähle es nicht so gruselig. Dann ist gut. Also, es waren einmal zwei Brüder. Der eine hieß Kasimir und der andere hieß... Felix. Okay. Kasimir war der ältere Bruder. Er war klüger als sein jüngerer Bruder Felix. Aber er war sehr, sehr ängstlich. Oh, wovor hat er denn Angst? Vor allem vor dem Wald. Wenn er mit seinem Bruder am Waldrand Holz sammelte, hörte er unheimliche Geräusche. Oh. Aber das war ja nur der Wind. Der Wind? Davor braucht man doch keine Angst zu haben. Genau. Man braucht nicht grundlos vor Dingen Angst zu haben. Aber manchmal ist es sogar gut, sich zu fürchten, denn dann ist man vorsichtiger.
Aber Felix hatte nie Angst. Oh. Deshalb dachte er, dass er das vielleicht noch lernen müsste. Und so zog er mit seinem Bruder los, um das Fürchten zu lernen. Und wo könnte man das besser als tief im Wald? Nach einer Weile trafen die beiden einen kleinen Drachen. Der fletschte die Zähne und brüllte so laut er konnte. Aber der Drache spuckt sogar Feuer und sieht noch viel gefährlicher aus. Der ängstliche Kasimir wollte sofort wegrennen. Aber Felix hat keine Angst. Mit sicherem Abstand beobachteten sie den Drachen. Was brüllst du denn so laut? Fragte Felix. Und so erfuhren die beiden, was passiert war. Was denn? Der kleine Drache erzählte. Brrr! Ach, ich spucke doch zu gern Feuer. Und da habe ich mir die Zunge verbrannt. Oh. Aber Felix und Kasimir hatten eine Idee, wie sie ihm helfen konnten. Sie kauften dem kleinen Drachen ein Eis. Oh, Erdbeereis. Lecker. Da ging es dem kleinen Drachen gleich viel besser. Ja. Gut, dass die beiden nicht einfach weggerannt sind. Genau, sonst hätten sie nicht helfen können. Aber manchmal ist es trotzdem nicht schlimm, sich zu fürchten. Denn dann ist man vorsichtiger. Bis dann. Dibbel, dibbel, dab. Hey, hallo. Drachenmama sucht ihr Ei. Schau, der Kreisel bricht in zwei. Autsch, Schlumperfix. Auf der Insel ein Pirat. Der Pinguin, der nimmt ein Bad. Die Drachenmama sucht ihr Ei. Schau, der Kreisel bricht in zwei. Auf der Insel ein Pirat. Der Pinguin, der nimmt ein Bad. Hey, Kika, Kika, Mienchen. Kika, ja. Kika, Mienchen. Diebe, Diebe, Dab. Dibbe, Dibbe, Dibbe.